Rettungsmission Tag 3. Bilde ich mir das ein oder ist Ochi über Nacht wirklich ein ganzes Stück gewachsen? Das ist für Hunde seiner Rasse normal. Es bedeutet, dass er jetzt ausgewachsen ist und voll ausgelastet werden kann. Das ist so cute. Die Pikmin tollen ja heute ganz schön unbeschwert herum. Ja, ich glaube, sie wissen, dass Ochin auf sie aufpasst. Immerhin ist er jetzt erwachsen. Es freut mich jedenfalls, dass sie sich so gut verstehen. Ja. Ein weiterer Vorteil von Ochins Wachstumsschub ist, dass er jetzt auf Missionen Motivation sammelt. Mit dem richtigen Training ermöglicht sie ihm, neue Fähigkeiten zu lernen, die er bei unseren Einsätzen gut gebrauchen kann. Zum Beispiel dieses Video hier zu liken. Sieh nur an, wie motiviert er gerade wirkt. Rettungscrew, auf eure Station, bitte. Verstanden. Ich erkläre diese Strategiebesprechung für eröffnet. Das Wichtigste zuerst. Russ, bitte bringe uns auf den neuesten Stand bezüglich der Verbesserung an der Bagel. Mit dem größten Vergnügen, Anführerin Shepard. Die Verbesserungen sind nämlich alle abgeschlossen. Die Bagel verfügt nun über die Fähigkeit, gesammeltes Rohmaterial in diesen vielseitig einsetzbaren Ton umzuwandeln, wie durch Magie. Mit dieser neuen Funktion ist es nun kein Problem mehr, Objekte direkt vor Ort zu bauen. Was auch immer das heißt, das ist sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie wir diese Funktion nutzen werden, aber das war ausgezeichnete Arbeit. Bin stolz auf dich. Eine Sache noch. Wenn mir Rohmaterial bringen, kann ich in meinem Labor praktisch neue Hilfsmittel und Items herstellen. Zweifelsohne werden sie bei Einsätzen von großem Nutzen sein. Ah, dann sollten wir also nicht nur Schätze sammeln, sondern auch Rohmaterialien. Vorrang haben jedoch unsere vermissten Kollegen. Wir verlassen uns auf euch, K-Storm und Ochin. Ah, und es gibt etwas, das ich später mit euch besprechen möchte. Es geht dabei um Ochins Training und um das Abonnement des Kanals. Diese Strategiebesprechung ist hiermit beendet. Verstanden. Ganz genau, und damit, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal schon Stuff gemacht und Russ gefunden in einer Insel und Eispigments. Und die letzte Folge war komplett geisteskrank. Und heute sind wir hier und ich denke, wir reden mit Russ. Erlaube mir, mich erneut vorzustellen. Mein Name ist Russ. Ich bin sozusagen das Gehirn dieser Mission der Rettungscrew. Aus deinen Rohmaterialien sowie meinen handgefertigten Komponenten kann ich diverse Items und Hilfsmittel anfertigen. Was ist das Labor? Ich kann mit Stolz sagen, dass meine Erfindungen unübertroffen sind. Mein zweiter Vorname ist Perfektion. Im Austausch gegen Rohmaterialien erhältst du von mir Hilfsmittel. So leitest du auch einen Beitrag zu der Forschungsarbeit, die eigentlich ich alleine mache. Ist ja auch egal. Gelegentlich gehen mir allerdings die Komponenten aus. Geschieht dies, besuche das Labor einfach am nächsten Tag erneut. Erhalte Hilfsmittel 0 von wie viel auch immer. Okay. Solltest du noch etwas benötigen, kehre einfach zu mir zurück. Ganz genau. So, Expedition und Ochin-Training. Lass uns mal Ochin trainieren, weil das ist was Neues, was wir freigeschalten haben. Ah, da seid ihr ja. Einen neuen Planeten wie diesen zu erforschen, ist immer gefährlich. Daher sollte Ochin möglichst viele Fertigkeiten lernen. Wenn Ochin so richtig motiviert ist, gibt es nichts, was ihr zwei gemeinsam nicht schaffen könntet. Seid ihr bereit? Dann jetzt beginnt das Training. Trainieren, let's go. Ist was Neues, will ich sehen. So kann das Training dann losgehen. Das wird seine Zeit dauern und nicht leicht werden. Aber ihr schafft das. Lass Ochin alle Fähigkeiten lernen. Das wissen wir über Rettungshundtraining. Wird in der Shepard-Familie über Generationen hinweg weitergegeben. Du musst wissen, dass Ochin problemlos neue Fertigkeiten lernen kann, wenn er genug Motivation gesammelt hat. Was er zuerst lernen sollte, hängt davon ab, wie ihr beiden bei der Arbeit vorgehen möchtet. Ist das jetzt, also haben wir es dann jetzt, also ich möchte hier nicht alles, also wirklich. Kraft und Hubs. Ochins Angriffskraft verbessert sich. Und mit erhöhter Kraft macht Ochin auch schweren Lasten nichts aus. Er kann mehr tragen. Oder er ist stärker bei Attacks.
Ich würde schon. Also, wir haben 3 Stück. Wir können die ersten beiden Sachen machen. Würde ich machen. Wir investieren und. Okay, wir müssen nichts machen. Der lernt es automatisch. Okay, ich hatte jetzt Angst, dass wir irgendwie so Tutorial-mäßigen Stuff machen müssen. Wir können auch schon direkt. Okay, Kraft 3 lernen. Aber wir holen uns erstmal Hubs 2, damit Otchin ein bisschen mehr schleppen kann. Ist ja schließlich unser Lieblingsdog, nicht? Und mehr können wir nicht, jetzt ist alles schwarz. Das soll auch so. Gut gemacht, Otchin. Und hier habe ich die perfekte Belohnung für dich. 2 super lecker schmeckotastische Knusperknochen. Für jedes abgeschlossene Training erhältst du Knusperknochen. Gib ihn Otchin als Belohnung von mir. Okay, das tue ich. Ah, das ist jetzt ein guter Moment, um dir zu erklären, wie du Items verwendest. Das ist wirklich eine gute Idee. Das sieht nicht normal aus. Aber ist nicht so schlimm, hoffe ich. Öffne die Aktion, indem du Y gedrückt hältst. Öffne dann mit Hilfe von der linken Stick deine Tasche. Dort findest du alle Items und dann findest du das Richtige. Guys, dieses Laggen kommt nicht vom Spiel selber. Ich spiele das Ganze auf dem Emulator, nicht vergessen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum originalen Game richtig günstig bei Instant Gaming. Checkt es auf jeden Fall aus. Ist wie immer super duper nice. Und da laggt das Spiel dann auch nicht. Aber ihr habt kein 4K. So, Knusperknochen. Achso, ich war verwirrt, warum er nichts macht. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal die nächste Expedition, oder? Hier ist alles bereit. Die Beagle kann starten. Wann immer du das Signal zum Aufbruch gibst, ja, aufbrechen. Warum nicht? Dies sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Können wir schon was Neues? Ne, immer noch die sonnigen Anhöhen. Aber dann erkunden wir die doch etwas weiter. Weil wir haben tatsächlich nicht so viel gefunden beim letzten Mal. Bitte kommen, bitte kommen. Wie bereits besprochen, ist Otchin gewachsen. Also habe ich beschlossen, mit ihm heute Springen zu üben. Das sieht gut aus. Otchin sollte es nun leichter fallen, sich zu bewegen. Sogar wenn du mit Pikmin auf ihm reitest. Stell dich neben Otchin und drücke Y, um aufzusteigen. Drücke den Knopf erneut, um wieder abzusteigen. Wenn du X drückst, springt Otchin. So wie wir es in der ersten Folge bei Olima hatten. Okay. Das tryen wir doch direkt mal. Aufsteigen und let's go. So, ich möchte aber ganz gern bitte alle Pigments. Nee. Y und runter. Für direkt 10. Let's go. Ihr spawnt auch direkt. Wundervoll. So, wir können springen mit X. Das heißt natürlich, also erstmal holen wir standardmäßig nochmal ein paar Pigments, die einfach so da sind. Das heißt, wir können jetzt aber zu diesem Baseball, den wir in der letzten Folge gesehen haben, und ich mich gefragt habe, wie kommen wir da nur dran? Scheinbar immer noch nicht. Doch, so. Da throwen wir jetzt 10 Pigments drauf. Wenn, anvisieren. Habt ihr, let's go. Währenddessen, ein neuer Untergrund, in den wir gleich reingehen, sobald wir die Pigments wieder haben. Es passiert krasser Stuff. Heute schon wieder eine Ultra-Giga-Folge. Sehr schön. 9 Schatz eingesammelt. Das ist doch wunderschön. Und rein da. Höhle der Hektik. Irgendjemand oder irgendetwas hat in dieser Höhle eine Wand gebaut. Anders als mir und den Pikmin gelang es Moss nicht, die Wand hinaufzuklettern. Vorläufig trennen sich unsere Wege. Ich hoffe, dass wir eine Möglichkeit finden, uns wiederzutreffen. Oh, Lima. Sehr schön. Ja, rein da. Wohin denn sonst? Ich möchte alle Pigments mitnehmen. Warum sollte ich das nicht wollen? Das ist eine Frage, die ich mir immer noch stelle. Falls ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich über eure Kommentare. Hashtag SuperPigment. Jetzt in die Kommentare. Es tut mir leid. Ja, wir kennen diese Animationen schon. Die werden gekonnt. Seid ihr gut? Seid ihr böse? What the hell are you? Okay. Oh, das Wasser. Otchin hat mehr Leben. Sehe ich das richtig? Also, links sind so Anzeigetafeln. Da sieht es ein bisschen sus aus. Aber wir brauchen immer ein paar mehr, um die zu transportieren. Der Dog kann nicht schwimmen. Für 2 Sekunden dachte ich, dass der Dog vielleicht schwimmen könnte. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Otchin kann doch nicht schwimmen. Ruf ihn schnell mit deiner Pfeife zurück. Ich dachte, ihr macht Wasser zu Eis. Sieh dir mal Otchin an. Selbst ein mutiges Kälchen bekommt manchmal an. Entschuldigung. Woher soll ich denn... Also mir wurde gesagt, Eispigments können Wasser zu Eis verwandeln. Enorm. Das ist ja fantastisch. Das Wasser ist innerhalb von Sekunden gefroren. Jetzt kannst du übers Eis laufen. Das war tatsächlich meine Idee, um... Matratze. Ich habe legit keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ihr wisst, diese Figuren, die man aufmacht, da ist eine kleine Ritter, macht man die wieder auf, die werden immer kleiner, Stück für Stück. Wie rufe ich diese Pigments zurück?
steppen wir doch gerade mal wieder davor, um die ganzen anderen Pikmin abzuholen. Das Eis schmilzt gleich. Das ist doch gar kein Problem. Da bin ich doch schon längst wieder weg. So, ihr bringt das Ding jetzt da rein, bitte. Ich würde ganz gern weitermachen jetzt. Ich möchte Sachen erkunden. Mann, 800 Glycerium, let's go. Sind das Eis-Pigments oder blaue Pigments? Ich glaube Eis-Pigments. Es gibt doch auch blaue Pigments, muss es ja. Oh, nee, nimm den Stuff mal mit. Und das auch. Und bring das mal alles zurück zum Schiff, bitte. Dann lass uns doch mal diese Wand hier attacken. Was macht ihr? Es passieren ganz skurrile Dinge und ich habe schon wieder keine Ahnung, was die machen. Weitermachen. Die Kletterwand ist jetzt fertig. Du kannst einfach hinaufklettern und nach Belieben erkunden, was sich weiter oben befindet. Ach so, das ist gar kein... Ich dachte, das sei eine Mauer. Aber das ist eine Lie. Das ist... Otchin kommt nicht mit. Das ist nicht gut. Ihr freest den ein. Und ihr macht ihn da. Let's go. Otchin. Oh, da war Nektar. Aber habt ihr schon genommen. Okay. Das Ding ist, ohne Otchin fühle ich mich hier echt... Otchin muss nach hier oben, um hier aufzumachen. Okay, Nektar. Ja, einfach die Pigments reinfeuern. Die, die es brauchen, werden sich schon davon ernähren, nicht? Okay, es will keiner mehr. Gut, hier brauchen wir Otchin, damit er uns den Weg aufmacht. Und hier brauchen wir Eispigments, die das einfrieren. Und jetzt? Ziemlich viele normale Pigments, die es zerstören. Let's go. Das hat mir gar nichts gebracht. Wunderbar. Da unten sind Pigments, die kämpfen. Euch lasse ich hier gegen kämpfen, während ich hier mal ein bisschen Hilfe anbiete. Let's go, ihr take das. Okay, oh, es passiert wieder was. Irgendwas scheint den Weg zu blockieren. Ah, stimmt. Geist, gerade eben, das hatten wir ja gerade eben schon. Hier, das hier. Da brauchen wir noch mal ein, zwei Pigmenarinos, die das für uns wegschieben. Und da kommt Otchin auch hoch. Das ist wichtig. So, wir holen Otchin ab. Otchin! Komm mit! Warte, lass mich aufsteigen. Wie viel Pigment haben wir? 45 könnten wir tragen. Das seht ihr hier unten rechts. Und wir haben gerade 44. Irgendwo ist noch einer zu finden. Wir wechseln auf Eis. Und ballern hier rein. Mit allen Pigmen, die wir haben. Oh, das ist das andere Teil von dem Mahatstratsch. Es tut mir so leid. Guys, es tut mir wirklich so leid. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sorry. Komme ich da so viel? Doch, so komme ich durch. Ihr teilt euch das untereinander auf und macht das super. Ah, okay. Aber mit Otchin kommen wir hier nicht rein. Wundervoll. So. Und dann müssen wir da oben jetzt noch den Weg aufmachen, um nach oben zu kommen. Das habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Da geht's noch weiter runter? Wir holen die anderen Pigmen und dann ab weiter runter. Rein da, möchtest du fortfahren? Auch die Pigmen, die nicht zu deiner Truppe gehören, folgen dir. Ja, rein da, komm. Ja, wir kennen die Animation, kennen wir schon. Ebene 2 jetzt schon. Wir haben 50% hier schon? Oder es gibt zwei Ebenen und die erste Ebene haben wir 100% und jetzt die zweite Ebene machen wir auch nochmal 50% und dann insgesamt 100 zusammen. Oh, das sieht schon nach mehr aus. Okay. Oh. Was denn? Ist hier nirgendwo jemand gestrandet? Ach, ist hier irgendwo jemand gestrandet? Weiß ich nicht. Oh ja, Pigmen, ihr wollt das doch. Ja. Okay, jeder hatte schon. Dann ist ja auch gut. So, hier sprinten wir natürlich auch noch kurz rein. Bam. Auch nochmal Nektar, aber wir brauchen nicht. Das sieht richtig sus aus, Guys. Oh! Dankeschön, Mr. Pigments. Zu nett von euch. Haben wir natürlich auch nochmal reingeballert, was geht. Kommt schon. Let's go, ihr macht das wunderbar. Wir sind runtergefallen. Da oben ist jemand gestrandet. Das sehe ich doch von hier. Da ist ein Kendama. Holen wir das Kendama runter. Wir retten dich gleich, Mr. Kollege. Wir haben ein Kendama. Und da hinten der Ausgang, da kommen wir gleich hin. Ich hole alle Pigments und dann retten wir den Typen.
Ich will jetzt nicht gehen. Das fühlt sich so unrewarding an, wenn wir jetzt einfach gehen. Wir können ihn runterboxen. Ist der for real richtig dead jetzt? Der redet ja gar nicht mehr einfach. Fand ich jetzt ein bisschen weird. Wurde nicht erklärt. In dem Spiel wird sonst alles erklärt. Aber egal, wir haben es ja geschafft so. I mean, ist okay. Ich glaube, wir haben einen weiteren Kollegen von der Rettungscrew gefunden. Schnell sehen wir uns die Visitenkarte an. Schnotz, Heimatplanet Sigurai. Ein weitgereister, höchst angesehener Gutachter. Basierend auf seiner Methode wurde eine zuverlässige KI entwickelt. Und wofür brauchen wir ihn dann noch? Moment mal, das ist kein Rettungscrew-Mitglied. Wer kann das bloß sein und wie ist er hierher gekommen? Der Visitenkarte zufolge handelt es sich um einen Schatzexperten. Was macht denn so jemand hier auf dem Planeten? Ich frage mich. Erinnert ihr euch noch an das Logbuch, das uns zusammen mit Captain Olimas Soos Signal übermittelt wurde? Wenn er das auch empfangen hat, ist er vielleicht hierher gereist, weil ihn die Schätze interessieren. Und dann ist er abgestürzt, so wie Captain Olimar. Das halte ich für eine logische Erklärung. Ich hoffe, dass er der Einzige ist, aber wir sollten die Augen nach weiteren Gestrandeten offen halten und ihnen auf jeden Fall helfen. Wie es aussieht, haben wir eine weitere Mission. Ihr wisst, was zu tun ist, Orchin und K-Storm. Let's go! Let's go! Mission Hilfe für den Gestrandeten. Ach Gott, sind das viele. Oh Gott, sind das viele. Dann lasst uns aber jetzt nach oben steppen. Weil jetzt können wir ja. Wow, er bleibt einfach stehen. Ich dachte, wir wären so ein bisschen schneller. Und könnten damit sprinten oder so. Naja. Nach oben zur Oberfläche, ganz genau. Können wir das wieder skippen auf entspannt? Ich hoffe doch. Ah, ein bisschen Stuff haben wir gesammelt tatsächlich. Und 100%. Die 100% in dem Spiel klingen aktuell gerade nicht schwer. Wo liegt denn das Problem? Oh, verstehe. Manche Pikmin wollen dir nicht an die Oberfläche folgen, ja? Es scheint ein Limit zu geben, wie viele Pikmin und wie viele Arten von Pikmin gleichzeitig an der Oberfläche sein können. Aber um die anderen musst du dir keine Sorgen machen, wenn du deine Truppe auswählst. Alle verbleibenden Pikmin warten in der Zwiebel an der Bagel. Alles klar, alles klar. Wir können obviously nicht unendlich mitnehmen. Das macht Sinn. Ich möchte eigentlich das so lassen. Ich bin damit zufrieden. Das ist doch besser. Oh, ich habe die Facecam ausgemacht. Ja, das Game ist gerade gecrashed. Ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen. So, aber... Das heißt, wir haben jetzt weniger Pikmin, aber wir können halt dann wieder... ein, zwei farmen, oder nicht? An so Blumen. Hier zum Beispiel. Ihr seid keine 5, glaube ich. Seid ihr 5? Ja, fast. Dann nehme ich euch mit und wir erkunden hier hinten wieder. Jetzt können wir nämlich hier hochspringen einfach. Sind wir nicht krass? Die Tomate nehmen wir. Die Tomate! Genau! Wir nehmen die Erdbeere, meine ich natürlich. Es tut mir so leid. Das ist mir legit jetzt peinlich. Wir reden da einfach nicht drüber. So, wir haben nicht mehr so viel. Hier ist schon wieder ein Underground. Ja, komm. Lass uns dann da doch. Was tun die da drin? Das sieht sass aus. Oha! Wie viel? Wir sind auch nicht gerade wenige. 20. Ja, wir nehmen einfach mal so viele mit, wie wir können. Otchin, du kannst doch auch mitnehmen hier. Auch nur eins? Ja, okay. Komm mit, Otchin, wir laufen zurück zur... Ich wollte sagen, zur Odyssee. Ganz genau, Guys. Otchin, du schaffst das. Ich glaube an dich. Er hat halt nur einen mitgenommen. Strong. Können wir eigentlich sonst noch wohin? Also, in den Untergrund gehen wir jetzt nicht mehr. Dafür reicht uns die Zeit nicht. Aber hier könnten wir für 30, das war alles klar, für 30. Lass uns doch mal dahin steppen und die anderen mitnehmen. Und während ihr das wegbringt, kämpfe ich mal gegen diesen Dude hier. Weil dann können wir hier, wenn ich das richtig sehe, unser Basislager aufbauen, oder nicht? Oh, Feuer? Was?
Ah, ein Pikmin steht in Flammen. Nicht nur einer. Schnell, lösche es, indem du B gedrückt hältst. Was macht der Typ? Schon wieder diese Steinkreise. Wir finden sie immer in günstig gelegenen Orten. Ob Captain Olima sie für uns zurückgelassen hat? Nun, wie dem auch sei. Wir scheinen hier im Territorium der Kreatur zu sein. Wir sollten hier eine Basis aufbauen. Das wäre ein kluger Dandori-Schachzug, um effizienter erkunden zu können. Und wir müssen unbedingt etwas gegen diese lässige Kreatur unternehmen. Ja. Von hinten nämlich. Eingefroren und down. Let's go, so muss das. Basis verlegen. Ich weiß nicht, ob die anderen Pikmin... Die Pikmin nimmt sie mit. Ja, let's go. Dann... Okay, die wurden gerade transportiert. Wichtig. Dann holen wir doch unsere Basis gerade einfach mal hierher. Warum nicht? Ist doch eigentlich not bad. Haben wir. Und dann können wir hier nochmal ein, zwei Pikmin... Oh, da vorne ist nochmal ein Gegner. Komm. Den gelten wir. Wir schleichen uns an. Eis Pikmin und bam. Voll rein. Let's go. Komm, komm, komm. Otchen, du auch. Let's go. Haben wir. Ich steige auf dich auf, Otchen. Und ihr transportiert den away. Und das ja auch gerade. Warum nicht? Haben wir sonst noch was hier? Wir könnten... Ne, ich glaube, von unten geht es nicht. Ja, da war ja was. Da sind noch kleine. Aber, ich würde sagen, wir holen jetzt hier noch gerade ein, zwei, wenn wir schon die Möglichkeit haben, I mean, warum nicht hier Pikmin mitnehmen? Wir haben ein neues Basislager, wir haben heute richtig viel erreicht, Guys. E-Beams stolz auf uns. Okay, und wieder ein, zwei Pikmins. Spawn welche, weil es sind ja safe welche gedeiht. Wir haben 28 von 30, oh, irgendwo stehen noch welche rum, ich weiß nicht wo. Wir haben 30 von 30. Okay, Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um nichts mehr davon zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.